Ist eigentlich die Game-Kategorie gerade Gran Turismo? Ja, ne? So, komm, ich gehe rein da als kalt. Völlig kalt. Circuit Experience. Einfach direkt die ganze Runde, komm. Mach schon ein Stückchen Kaffee. Und wo muss ich nochmal hin ins Bild? Ich glaube, bei Gran Turismo muss ich immer ein bisschen niedriger, ne? Damit ihr die ganze Zeug seht. So. Ja, passt mal auf, wir machen es einfach kalt. Das wird jetzt die Runde, wo ich schaffe. Muss man doch nicht lange diskutieren, oder? Oh Gott. Ich habe ewig nicht mehr gespielt, also bestimmt eine Woche locker. Ja? Okay, nichts, ich rede jetzt mal nicht. Hohoho. Ja, kann man machen. Lernt man nicht so in der Fahrschule. Ja? Der Pastor. Nein. Geht er noch? Lol. Ja, habe ich geplant, war so. War aber Absicht. Supercurb. Ich hasse diese Kurve einfach. Wie war das jetzt? War doch jetzt mal gar nicht so schlecht für den ersten Try nach einer Woche oder so, gar nicht mehr fahren. Aber gut. Maxado! Danke dir. Vollgas. Nice. Komplett Vollgas. Nice. Auch gut. Auch gut. Die Curb nehme ich jetzt immer mehr mit. Das habe ich offstream gelernt. Hier die Körper, die auch mitnehmen können. Egal. Aber ne, diese bei der Schikane, die Curb kann man gut mitnehmen. Die ist eigentlich recht groß. 1500 Euro, was? Moin, Hannibal. Was geht? Komm rein. Sauber. Easy peasy. Schikane? Ne. Schibi! Danke. Und ich habe auch eine Sache noch gelernt. Immer die maximale Breite also die Breite der Strecke ausnutzen. Ist auch nochmal so ein neue, so was Neues, was ich jetzt so ein bisschen für mich verinnerlicht habe oder versuche zu verinnerlichen. Rennfahrer wissen, was ich meine. Das mache ich immer noch ziemlich schlecht, aber I try. Das war gut. Aber das war sehr gut sogar gerade. So, hier ganz breit gehen. Hier die Curb. Nehmen wir nicht mit. Bisschen. Das war gut. 1,40 raus. 1,41. Okay. Boah, der ganze Chat redet schon wieder nur über diesen scheiß Lenkrad-Rig-Thema, Alter. Oh, guten Morgen.
Moin Dorf hin. Ihr seid alle so eine Lenkrad-Nerds, Alter. Ich hab so einen Riesen-Rig zu Hause. Im Keller hab ich mir so ein was aufgebaut. Ein Rig und ein Lenkrad und VR. Und ich hab gar kein Leben mehr im Echt. Das ist auch egal, weil die Tanja ist oben. Die hat ihre eigenen Hobbys. Sorry. Ihr habt einen Rig in der Hose, Leute. Das könnt ihr mal fahren. Big Rig Energy. Der ist gut. Chat, nice. Big Rig Energy. Stark. Sehr gut. Gefällt mir. Guck mal, hier die Körper meine ich. Die habe ich früher nie mitgenommen. Hier die. Da muss man einfach ran. Ganze Breite der Strecke nutzen, Leute. Ich glaube, ich komme mit 34 raus, oder? Das war gut. Ja, 34 raus. Nice. Gut. Gute Zeit. Big Rig Energy, Leute. Komm, ich komme jetzt mal wirklich. Ich fahre mal ins Ziel, Leute. Das kann es doch nicht sein. Ich habe vor einer Woche mal gespielt, einfach so auf der Couch. Und habe ich echt. Ich habe es fast ins Ziel geschafft, fehlerfrei. Es war nicht so eine super Zeit, aber es wäre besser als meine 7 gewesen, die ich jetzt gerade aktuell als beste Zeit habe. Gerade nochmal nachgebremst. Kann man machen. Ist nicht schlimm. Ist nicht verboten. Gesehen. Man kann auch mal ein bisschen Freestyle fahren. Rig and Morty, ja. Ich bin letzte Versuch, war ich hier richtig gut hier beim Fuchsloch-Dingens. Hier ein bisschen bremsen, reinlenken. Vollbremse, links raus. Dann die Breite nutzen, genau, im dritten. Jetzt hier, Breite nutzen. Das war gut. Das war sogar ziemlich gut. 1,40? 1,41, gut. 1,41,5, gut. Sehr genüsslich. Ich mache jetzt hier eine Bremse, scheiß drauf. Ich habe keinen Bock auf diese Kurve. Nimmt jetzt auch nicht so viel Zeit weg. Ich bin ein guter Fahrer, Mann. Weit außen, egal. Wir fahren ins Ziel, Leute. Das ist das Ziel, quasi. Das Ziel ist das Ziel! Oh, der war aber knapp, ey! Du Ficker! Das war voll knapp, Alter. Habt ihr es gesehen, Mann? Man darf da auf die Körper, man darf nur die Wand nicht berühren. Das Ziel ist das Ziel, Leute. Das Ziel ist im Ziel. Ich bin Deutschlands verrücktester Streamer. Oh, Kurve, Nürburgring, verrückt. Oh, BMW, M6, Enduro, Endurance Model, GT3. War wie ein geiler Gott, Gigi. Komm jetzt. Jetzt geh über die Scheißkörb. Quälst du Sau. Nein. Quäl dich, du dreckiges Scheißarsch! Fickerarsch! YouTube, demonetarisier mich doch! Ist mir doch scheißegal! Ich bin halt auch gut, Mann! Ich bring's nur nicht zu Ende, die Scheiße hier! Das war gut. Oh, keine Traktion! Traction across the nation, man. Über die Curb. Ja, frech gefahren, aber egal, gut. Bin ziemlich frech drauf heute. Ich spür's schon, ich bin frech. Bin der freche Frechdachs. Kurz bisschen vom Gas, bisschen gleiten ist okay. Gleitgel und gleiten, das ist mein Ding.
Wenn ich weiterhin so fahre, dann müssen die mir Gleit geben, so viel Gleit ich hier auf dem Nürburgring. Weißt du, was ich meine? Verstehst du, was ich meine? Dass sie die ganze Breite der Strecke nutzen, ganz links außen und dann ficken wie so ein Hurensohn in die Scheiße gehen. Eins in Chat, wenn ihr frech seid. Traktion verloren, ja, Traktion verloren, das ist mein Name, Traktion, Traktion, ich bin Traktion, Mann. Ich fahre am Limit hier gerade, ich verliere die ganze Zeit Traction. Bin ich hier beim verrücktesten Streamer Deutschlands? Ja, das ist richtig, das ist gut. Das ist schön. Das ist wunderschön. Sebastian, au, schau mal, mal Schweinsteiger. Schau mal, mal au rein und raus, au, schau mal, all die rein und raus spielen. Ja? Muss auch machen mit den Gängen. Ja? Der eine Gang rein, der andere Gang raus. Ja? Schau mal, mal au. Ist nicht so schwer zu verstehen, du Depp. Ich bin gut! So ein scheiß guter Fahrer, Mann! Ja! 240 Sachen, jetzt sag mal, au im Nürburgarsch! Sechster Gang! Keine Probleme! Hoch die Hände, Wochenende am Dienstag! Ist mir scheißegal, ich hab nichts zu verlieren, Traktion verliere ich aber gern mal. Eieiei, mach die Rennfahrerwitze, da könnt ihr einen drauf lassen. Jetzt zack, Fuchshöhle runter, Hose runter, geradeaus, jawohl, geil, geiler BMW, bayerischer Mistwagen. Boah. Leg mir am Arsch! Mit 90 fährt er da durch, wie so ein Verrückter! 1,46,6. Im zweiten runter! Auch im dritten! Im zweiten rein! Komm! Komm, Beere, ja! Komm! Schneize! Jawohl! Jetzt einmal Bremse und dann Vollgas! Unterlang! Gleite! Jawohl, geil! Spätbremse jetzt hier! Nein, Kurve! Bremse! Auf 80 runter! Passt schon! Egal! Wir fahren weiter! Leck mir am Arsch! Schwierige Kurve hier, tricky, die zieht sich lang, ich sag's ja. Jetzt kommt gleich noch eine Rechtskurve, die ist schwierig. Au, schau mal, Mann. Kann ich aufhören, so zu reden gerade. Die hier ist tückisch. Vorsicht. Achtung, Alarm, gut gefahren. Nein! Ah, leg mir am Arsch! Nein, ohne Ghost. Bin ich hier bei den Geisterjägern oder was? Ghostbusters? Fuck. Komm jetzt.
Ich rede jetzt mal nix. Ah, bisschen arg viel nachgebremst. Scheiße, hier ist der Apex wichtig, weil es bergauf geht da, ne? Habe ich verkackt. Kurz ausruhen. Aktion verloren. Haarnadel. Zu viel Gas gegeben. Karussell. Ah, rausgeflogen. Nicht so schlimm, egal, weiter. Jetzt kommt Sektor 8, Leute. Come on. Die kann ich. Oh, ich habe Traktion verloren auf dem Gras. Ich fahre gerade echt Bad Boy-mäßig. Gerettet, gerettet. Huppel, Huppel, Huppel! Verkackt, egal! Verkackt! Vollgas! Musst du runtergehen? Gut.
Zu vorsichtig, egal, komm. Konzentriert. Überkuppe! Trotzdem hätte ich mehr Gas geben können bei der letzten da. Letzter Sektor, Mann, den finde ich am schwierigsten. Geht Ewigkeiten Vollgas und dann weiß ich, der Bremspunkt ist derbe wichtig. Come on, wir müssen Risiko gehen. Ich will eine gute Zeit. Zu früh gebremst, scheiß drauf. Ich will es schaffen. Ich will ins Ziel für euch. Verbesserung! Let's go! 15 fast Sekunden schneller! 6,47 ist eine respektable Zeit. Die Scheißrunde lade ich auf YouTube. Viel besser werde ich nicht. Eieieiei. Endlich mal wieder ins Ziel gefahren, die Scheiße, Mann. Das ist so schwierig. Wow. Junge, war ich gerade on fire. Also, Concentration-mäßig. Bin nicht gut gefahren. Die letzten paar Kurven, da hatte ich, ich wollte es dann, weißt du, was ich meine? Ich will es ja dann auch endlich mal ins Ziel fahren, als Erfolgserlebnis, aber da habe ich echt... Aber ich sag mal so, bis Sektor 8 war ich stark. Also, viel besser kann ich es bis Sektor 8 nicht fahren. Vor allem nach dem Fuchsloch bin ich richtig, das will ich mal kurz mal angucken. Fuchsloch habe ich richtig gut gemacht. Problem war nur Sektor 8. Da habe ich die Eingangskurve, dieses S, verkackt. Da habe ich super viel Momentum verloren. Und ab dann hatte ich Schiss. Mit dem ersten Karussell, dem zweiten Karussell und so, da habe ich dann einfach ein bisschen zu wenig. Aber hier, guck mal, die ersten Sektoren, da gebe ich Vollgas. Da fahre ich am Limit, weil die kenne ich einfach gut. Die letzten paar Sektoren, die habe ich nicht so drin. Da gehe ich lieber vom Gas. Aber du musst halt bis zum Ende schnell fahren. Hab ja gesehen. Guck mal, das war jetzt eine 2,47er Zeit. Oh Mann, ey, ich war fast Silber. Sehe ich jetzt erst. Zehn Sekunden sind noch drin, sagt ihr. Ja genau, ich bin 10 Sekunden sind halt echt Welten, ne? Im Rennsport. Hier, guck mal, das war alles gut hier. Richtig schön am Limit. Bisschen gebremst. Schön weit außen gefahren. Ach, innen rein. Hier auch wieder ganz nach außen. Nee, ich bin diesmal innen gefahren, stimmt. Aber da hätte ich vielleicht außen fahren sollen. Aber trotzdem war es hier ganz stark, ganz gut. Ich weiß nicht, ob ich locker 10 schaffe. 10 Sekunden sind schon hart. Dankeschön, Sardelle 7 übrigens. Mathbike, Hannibal, Barkas, Shibby. Danke euch für die Subs. Hier war auch alles noch nice. Ich glaube übrigens hier unten jetzt gleich die langgezogene Rechtskurve, die kann man Vollgas fahren, ne? Wenn man aber vorher bremst. Ich glaube, hier muss man außen, habe ich auch gemacht, aber ich traue mich da nicht Vollgas zu fahren. Hier, ich gleite dann hier. Aber ich glaube, das kann man Vollgas, muss man Vollgas fahren, glaube ich. War auch schwierig. Die habe ich auch verkackt, stimmt. Aber ich glaube, mich daran erinnert, die habe ich nicht gut gemacht. Fast rausgefahren. Das bin ich einfach. Guckt euch das an, Mann. Bin Rennfahrer. Geile Kamera. Oh, nutze die Breite. Jetzt kommt Sektor 8. Oh, guck mal, das Grillen zirpen. Oh, dann nutzt doch mal einer die Breite der Strecke, du. Dann nutzt einer die Breite der Strecke. Das ist ein Rennfahrer. Ich find's ganz geil, die Perspektive, wenn man selber das gefahren ist. Kommt cool. Ist ja eigentlich jetzt hier ist ja gerade die Gerade, ne? Jetzt kommt Sektor 8, nee. Nee, erst. Wow. Da fährt einer am Limit, das muss ein O'Sullivan sein.
Haarnadel. Ah, die Stewards gucken auch schon. Schweinebärmann, danke dir für 36. Servus. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Badge, oder? Ja, guck mal, ich hab's Karussell fast auch gut gefahren, ne? Ich bin einmal kurz raus, aber bringt das so viel, wenn man da drin bleibt? Ich weiß, ungefähr 80 soll man die fahren. Ich bin auch 80 gefahren, aber halt nicht drin. Ja, wahrscheinlich bringt es am Ende schon viele. Hier ist Sektor 8 jetzt. Genau, da habe ich es verkackt. Ah, übelst Traction gelost. Hier nochmal die Enge. Und ab dann bin ich eigentlich... Ja, hier auch, aber da bin ich am Limit gefahren. Das war gut. Jetzt kommt die YouTube-Kurve gleich. Das ist die YouTube-Kurve, oder? Nee, die kommt gleich. Oder? Nee, wo kommt denn die? Ja, egal. Der Sound ist auch geil von der Karre, Mann. Aber man sieht schon, ich fahre am Limit, ne? Also, hier ist die YouTube-Kurve. Genau. Oder? Oh, da ist aber ganz schön. Die habe ich auch schön genommen, finde ich. Hier die zu viel gebremst hier. Okay. Einmal noch. Ey, ich habe es krass verbessert. 13 Sekunden schneller, Alter. Bad Boy auf der Strecke. Achtung, Stewards. War gut. Komm jetzt. Ich spür's grad. Ich nicht jinxen. Ich bin wieder ruhig. Fahr dir wieder ruhig. Es war gar nicht so schlecht, dass ich mir gerade die Replay angeguckt habe, weil ein paar Kurven habe ich dann gesehen, was ich da machen muss, sozusagen. Schön außen gefahren, nice. Bisschen nachbremsen. Ah, da war ich ein bisschen zu weit außen. Egal, trotzdem gut. 40 irgendwas. 41, ja gut, scheiße. Dammit. Letztes Mal war ich da 40-2. 1-40-2. Hier fahren wir mal ein bisschen mehr jetzt, komm. Jetzt geben wir hier mal ein bisschen mehr Risiko. So schlimm ist die Kurve nicht. Ja genau, Vollgas. Vollgas, komm jetzt, das war gut. Verbesserung. Hier später bremsen diesmal. Gut, Verbesserung. Die Traktion, ey, ich muss glaube ich TCS ein bisschen tweaken noch. Ich verliere zu oft Traction hier. Guter Apex. Stark. So, jetzt wichtig hier bei der nächsten Rechtskurve, der Apex. Komm jetzt. Einfach nur technisch sauber fahren, dann passt das. Spätbremsen.
Weit außen. Ich habe ihn wieder verpasst. Scheiße, egal. Ah! Nicht schlimm. Egal, nicht jinxen. Komm. So, gute Runde. Die ist auch wirklich weird, diese Rechtskurve da, die vor dieser quasi Geraden. Die fahren ja andere ohne Bremsen, ne? Ich muss da bremsen bei der Kurve. Ich fahre jetzt nicht ohne Bremse. Ich bin einfach nicht komplett geisteskrank. Schon wieder. Jetzt merkt ihr, wie ich die Traktion verliere? Alter, das gibt's doch nicht. Passt. Egal. Sektor 8. Die Sonne lacht. Let's go. Jetzt, die kann ich besser. Komm. Vollgas. Gleiten hier rein. Trotzdem besser als letztes Mal. Schon wieder Traktion verloren. Oh. Ah. Kommt immer so schnell, dieses S. Oh Mann. Ah, aber war gut, oder? Komm, wir sind gerade warm. Komm. Wir sind gerade warm. Nürburgring, du geile Sau! Lass mich dich bumsen! Egal, scheißen wir drauf. War kein guter Einstieg, egal. Es wird jetzt eh kein Gold. Wir müssen die Zeiten wohl ganz anders rausholen. Ich bin wirklich am Schwitzen gerade nach den... je länger die Sessions, also je länger das geht sozusagen ohne Unfall, Sektor 8, Sektor 9, da fange ich wirklich an, tatsächlich zu schwitzen. Am echten Körper, keine Metapher, ich schwitze tatsächlich. Bei mir läuft die Soße. Sauber. Schön im dritten raus, wichtig. Jetzt hier zwei. Ah, da ist er dann zu... Da ist er... Da ist er dann streng auf einmal, der Stuart-Arsch. Stuart Little, Alter. Little Stuart wäre auch witzig, wenn jemand so, weiß nicht, so ein Stuart 1,50 ist oder so. Did you watch Stuart Little with Little Stuart on the weekend? Oh, mein Humor da, richtig dumm. Boah, da ist aber zu, das ist zu viel. 2 Jahre dabei und 2. Monat Sub, in 20 Jahren dann 2000 Mal gesubbt. Ich bin gut in Mathe. Bist du hier richtig in dem Kanal. Oh Leute, ich muss kurz Schluck Wasser, Flipshop, als ob ich Wasser trinke. Sorry about that. It came out of my mouth and left my body as air. AKA Gas, it's a Rübser. Rübs, 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 Rübs. Oh, das landet bestimmt in diesem komischen, in dem nächsten Rübs, Supercut von Dr. Oechsenberg, oder wie heißt der? Wer macht das nochmal immer? Was ist eigentlich die Blume hier, MacDrux? Warum hast du so eine Blume als Icon bei Twitch? Bist du Holländer? Jeder andere hätte gekotzt. Ah, Leute, ich mag euch. Ihr seid gut. Nein! Wenn PSVR eine Möglichkeit Chat einzubinden, würdest du GT 7 in VR streamen? Ja. Nicht jedes Mal, aber ab und zu mal, klar. Heute hätte ich es gemacht. Heute hätte ich den Kopf dafür gehabt. Mir wird auch nicht mehr so schwindelig. Ich habe es wirklich privat gezockt. Also ich finde es wirklich geil. PS, sag es nicht nur so. Aber ja, ist halt scheiße zum Streamen. Muss man sagen. Schön die Breite genutzt. Nice.
kommt ja bestimmt irgend so ein Plugin. Naja, da habe ich was für dich. Installier das hier und dann kannst du den Chat in deinen Arsch, dann spürst du den Chat in deinem Anus und kannst dann mit deinem Head-Up-Display den Chat sehen. Müsstest du dafür nur dieses Ding hier einführen. Das ist wie der Schachspieler, vielleicht hast du davon gehört. Und du kriegst dann die Signale vom Chat in deinen Arsch rein. Ist gar nicht so umständlich, das ist VR. Big Rig Energy! Wuhu! Oh, I'm limit, du. I'm limit. No, no, mama name. I don't need nobody. Ain't no good for me. I ain't no mama name. I don't know mama name. But I'm a name. Virtual Rectality. Gar nicht so schlecht. So, jetzt lass mich mal kurz konzentrieren. Chat, bitte. Ich fahre hier den Nürburgring. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Das ist eine ziemlich schwierige Strecke. Ah, ja, das ist. Das ist Karma. Hab mir ein komplettes Set, Lenkrad, Schalter und so weiter gekauft und breiteren Bildschirm und bin einfach so schlecht. Jetzt spielt nur meine 5-jährige Tochter damit und feiert es hart. Cute. Cute, finde ich das. Jetzt aber, Leute, ein Ehrenjan. Let's go! Komm, ruhig. Eine ruhige Runde. Also quasi, ich laber nicht. Außer mich selber motivieren und Sachen kommentieren, aber keine Gags jetzt mal, komm! Sah schlecht aus, war aber gut. Egal, passt. Stark. Sauber. Zaubermaus! Ui! Ui.
Sektor 8! Die Sonne wacht! Bockstark! Bockstark! Gleiten! Oi, oi, oi. Nochmal bremsen hier! Mittig! Über die Körper! Ah. Ich bin tot! Hallo Chat, weiß jemand, ob die neue TWS-Cap aus Cord ist? Auf der Website ist sie in einem Bild aus Cord. Ich weiß nicht, ob die aus Cord ist, aber eigentlich müsste alles bei der Website bei Supergeek stehen. Müsste mal gucken, ob das da irgendwo steht. Ich glaube aber, so wie es auf dem Bild abgebildet ist, das ist der Stoff der Kappe. Ich bin selber gespannt. Ich habe selber erstmal eine bestellt. War eine Silberrunde, meinst du? Ja, jetzt habe ich aber keinen Bock mehr. Ich fahre mal ein Rennen. Ist aus Kork. Ja, so sieht's aus. Mann, ey. Werde ich das jemals schaffen, Leute? Was ist eigentlich noch eine gute Circle Experience? Prana mir das Ringeltaubenposter zu holen. Jetzt gibt's davon ein Poster? Ah, oh, krass.